Deswegen würde ich ganz richtig drüber erzählen, wenn die Presse hier ist. Ja. Ja. Wieder Auseinandersetzungen in Leipzig. Die Polizei räumt die Gegendemonstranten, die sich mit Sitzblockaden dem montäglichen Protest aus dem Lager der Querdenker entgegengestellt hatten. In der Leipziger City gab es Auseinandersetzungen im Zuge des Montagsprotests zwischen Teilnehmern und Gegendemonstranten. Es liefen entsprechende Maßnahmen. Die Einsatzkräfte sind dann dazwischen gegangen. Die Lage konnte schnell beruhigt werden, erklärte Polizeisprecher Olaf Hoppe gegenüber Report 24. Der Aufzug, dessen Teilnehmerzahl den Angaben nach einem sehr niedrigen vierstelligen Bereich lag, wurde aus dem Gegenprotest heraus blockiert. Dieser bestand laut Polizei aus mehreren hundert Teilnehmern. Nach den Erfahrungen der vergangenen Woche waren wir mit 400 Schaften vor Ort, einer mehr als zuvor, so Hoppe. Insgesamt sei das Versammlungsgeschehen in Leipzig ruhiger verlaufen als in den Wochen zuvor. In Leipzig waren unter anderem auch Polizisten aus Berlin im Einsatz. Hier führen die Beamten Gegendemonstranten ab, die versucht hatten, die Straße zu blockieren. AfD und Freie Sachsen junge Menschen liefen mit ein paar Rechte in der Demo. Also wir sind jetzt hier aktuell nach um 9 inzwischen am Montag hier in Leipzig am Augustusplatz. Das Versammlungsgeschehen ist inzwischen beendet. Es ging tatsächlich für uns wieder ein typischer Demonstrationsmontag zu Ende. Wie analog den letzten Montagen von einer gewissen Dynamik geprägt. Ruhiger als letzte Woche, aber trotzdem immer für uns eine Herausforderung, hier die Trennung zwischen den Protestlagern zu gewährleisten. Wir haben tatsächlich auch aufgestockt gehabt. Wir waren also heute mit 400 Schaften hier im Einsatz. Nennenswert sind im Prinzip zwei Blockadeaktionen. Bei einer haben ja mehrere Personen in den polizeilichen Maßnahmen haben müssen, weil es um eine Verhinderungsblockade geht, die ja immerhin mit einer Strafe bewährt ist. Und am der Zentralhaltestelle hier am Hauptbahnhof gab es auch nochmal eine Blockadeaktion. Da war der Demonstration schon unüberran. Die wurden weggetragen und dann konnten wir die Demonstration auch hier im Hause fortsetzen. Teilnehmerzahlen der Demonstration, die hier sich um den Ring bewegt hat, liegen ungefähr im Bereich knapp über 1000, also im niedrigen vierstelligen Bereich, weniger als letzte Woche.